Mini-Tins, größeren Tinboxen, Stadionboxen oder auch Displays gibt es auch ein paar Sets, die bei vielen sicherlich nicht ganz so auf dem offenen Radar unterwegs sind. Und dazu gehört auch diese tolle Toolkit-Box, die Trainer-Toolkit-Box, um ganz genau zu sein. Es gibt bereits einige davon. Ich glaube, die erste kam 2020 raus, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt sind wir also hier schon in der vierten Generation und es gibt Arceus mit dazu. Was es genau mit diesen Trainer-Toolkits auf sich hat und ob sich das lohnt, auch für den normalen Sammler, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Gigagreevy von Gigalabastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und wir öffnen heute also, wie ich es gerade eben schon sagte, ein Set der besonderen Art, ein Set, das ich selber, glaube ich, noch kein einziges Mal wirklich geöffnet habe. Ich habe bereits die Vorgänger gekauft, wollte sie euch eigentlich auch mal vorstellen, habe es aber irgendwie nie gemacht. Deswegen ist es für mich ja auch ein allererstes Mal, dass ich diese Box hier auspacke. Trainer Toolkits, wofür sind die Dinger eigentlich da? Natürlich, um euch ein Deck zu erstellen. Auf jeden Fall ist die Verpackung schon mal sehr, sehr edel. Anders als so eine herkömmliche Stadionbox oder so, hebt die hier nicht einfach nur den Deckel ab, sondern es hat hier diese Klappfunktion. Und ihr bekommt aber genau die Utensilien, die ihr schon aus Top-Trainer-Boxen kennt, aus Stadion-Boxen kennt. Würfel sind am Start, aber die finde ich sogar optisch ziemlich, ziemlich nice, muss ich sagen. Hat was. Dann natürlich die Schadensmarker, einen V-Star-Marker ebenfalls, weil es ja noch mit V-Star-Pokémon gespielt werden kann. Und ihr könnt noch mit V-Star-Pokémon spielen. Es gibt geile Hüllen. Die sind ziemlich fancy. Die sehen immer so aus, also bis jetzt zumindest. Da gibt es immer diesen Pokéball, dann farblich passend gestaltet. Ich glaube, die erste war rot, dann gab es blau, dann lila. Und jetzt sind wir in diesem goldenen Ton rund um Arceus. Sehr, sehr hübsch. Energiekarten gibt es natürlich auch ohne Ende. Das bleibt nie übrig. Irgendwie wollen sie die immer mit dazugeben. Eine Online-Code-Karte natürlich auch. Und hier ist was ganz Besonderes. Nämlich ein Deck rund um Arceus V-Star mit vielen, vielen praktischen Itemkarten, die ihr für eure anderen Decks auch gebrauchen könnt. Und das Tolle an diesem Arceus ist, das ist eine besondere Promo, eine Schwert und Schild Blackstar Promo. Und diese Karte gab es, glaube ich, bislang nur im Japanischen. Fragt mich jetzt nicht, in welchem Set. Vielleicht blende ich es euch noch ein. Auf jeden Fall kriegen wir hier diese japanische Karte jetzt also endlich auch als Promokarte. Plus außerdem noch 4 Booster, 2x silberne Sturmwinde und 2x zur aktuellen Erweiterung Entwicklungen in Paldea. Eine Anleitung gibt es auch noch dazu, Deckentwickler-Guide sozusagen. Da könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen was durchlesen. Wofür braucht ihr verschiedene Itemkarten? Hier offenbar auch, was drin ist hier in diesem Deck. Jawohl, der Giratina ist mit dabei. Gut zu wissen. Da schauen wir uns natürlich das Deck gleich mal an. Also sehr, sehr praktisch für alle, die in Richtung professionelles TCG mal gucken wollen. Also nicht nur mit den Themendecks von früher spielen, sondern sich sagen, ey, ich brauche so eine Starthilfe. Ich will jetzt auch mal vielleicht auf dem Turnier mal dabei sein, bei meinem Kartenladen oder so. Dann ist so ein Trainer-Toolkit auf jeden Fall genau das richtige Item für euch. So, hier hinten ist, glaube ich, auch genau so eine Art Lasche. Da geht das relativ gut auf. Und wir schauen mal rein, was wir denn für Karten hier so drin haben. Also Arceus V, da habe ich schon gesagt. Arceus V ebenfalls eine besondere Promo. Sehr, sehr sweet. Sieht auch sehr gut gecentert aus. Richtig schönes Artwork auch, auf jeden Fall. Dann als klassische Itemkarten. Hyperbälle, Tausch ist mit dabei, Sonderbonbon, alles aus Karmesin und Purpur. Forschung des Professors sogar 4x dabei. Poke kommt 2x, Adressbuch 2x, Nestball leider auch nur 2x, aber trotzdem sehr, sehr wichtig, könnt ihr in vielen Decks gut gebrauchen. Gym, elektrischer Generator und der Strandplatz, auch die sieht man sehr häufig, vor allem elektrischer Generator fürs Miraidon-Deck. Dazu hatte ich bereits die Tinbox mit der Promokarte ausgepackt, deswegen lohnt sich auch die sehr, könnt ihr gerne mal abchecken. Pepper ist mit am Start. Distma, jetzt kommen so ein paar aus verlorener Ursprung. Nirgendwo-Sauger, Tracking-Schuhe. Oh, doppelte Turbo-Energie, auch gut. Ja, kann man auch heute immer noch gut spielen. Felicia sehe ich gar nicht mehr so häufig, aber hat auch schon in einigen Turniersituationen für Wirbel gesorgt. Roxanas Backup, Perla auch derzeit wieder sehr gefragt, wegen des Baojian EX-Decks, was ihr auch mit Palkia spielen könnt, mit Palkia V-Star.
Hisui Schwerball, Mutige Spitzhacke, Magmabecken, jetzt kommen, ja, das, die sind jetzt nicht ganz so häufig zu sehen, aber durchaus auch spielbar. Sylvanas Vitalität zum Beispiel kann ich mir auch gut vorstellen, wenn ihr das Maskagato EX-Deck spielt, das ist momentan auch in aller Munde. Gloria, Finsterpflaster, Cynthias Ehrgeiz, auch die immer wieder gut zu spielen. Charon's Obhut, da könnt ihr Normal-Pokémon, auf dem mindestens eine Schadensmarke liegt, zurück auf die Hand holen mit allen Karten. Und natürlich Befehl vom Boss. Mit der Cyrus-Variante als Non-Holo. Ich glaube, die kriegt man auch sonst kaum als Non-Holo. Sonst ist die immer Reverse oder Holo. Ich glaube, aus Strahlende Sterne ist die, genau. Also nur in diesen Sets hier. Es gibt noch, glaube ich, ein paar andere, wo so eine Cyrus-Karte mit dabei ist. Ich glaube, die Cyrus-Premium-Kollektion zum Beispiel, da findet ihr die dann auch als Regular-Rare sozusagen. Ich glaube, sonst ist die gar nicht mit drin. Aber nagelt mich jetzt mal nicht drauf fest. Wenn es jemand besser weiß, dann schreibt das gerne in die Kommentare. So, ich war jetzt so ein bisschen irritiert, weil da Giratina mit dabei stand in diesem Büchlein. Aber das sind die einzigen beiden, die ihr hier bekommt. Leider auch nur jeweils eine Karte davon, also nicht zwei. Zwei hätte ich besser gefunden, ich bin ehrlich, aber na gut, dann müsste man sich dann eben zwei von diesen Boxen holen, nur dann ist es doch ein bisschen teuer, denn unverbindliche Preisempfehlung für diese tolle und wirklich auch sehr, sehr schicke Box, 36,99. Ich habe sie im Angebot bekommen für 30 Euro, könnt ihr auch mal Ausschau halten, selbst bei den lokalen Händlern ist die immer mal ein bisschen reduziert, vor allem wenn ein paar Monate ins Land gegangen sind. Ist aber vor allem eben für diejenigen, die eben sich mal ein Deck zusammenbasteln wollen und auch mal schnell an Itemkarten kommen wollen. Nur für die reinen Booster lohnt sich das natürlich nicht. Ja, 36 Euro für Booster, da könnt ihr weitaus mehr anstellen mit eurem Geld. Aber ich bin natürlich gespannt, ob sich hier vielleicht auch mal ein paar Hits verbergen. Das wäre natürlich absolut Premium und überragend. Deswegen sage ich Wasserenergie, let's go, 3, 2, 1 und es ist Psycho. Wir haben zweimal Entwicklungen in Paldea, da nehme ich auf jeden Fall gern eine Special Illustration Rare, gar keine Frage. Oder eine schöne Full Art zum Beispiel, würde ich auch feiern. Oder ein Pelipper, auch das natürlich sehr, sehr gern. Wahlgürtel, unsere erste Reverse und dann haben wir die Chance auf eine Illustration Rare. Aber es ist nur ein Magnetilo und dann gibt es noch ein Lextremo dazu. Auch das jetzt kein krasser Hit. Schade, schade, Schokolade. Dann würde ich sagen, damit wir ein bisschen Abwechslung hier haben, gehen wir natürlich rein in silberne Sturmwinde. Oh, hallo, ich quetsche mich mal ganz kurz zwischendrin rein. Ihr könnt meinen Kanal gerne abonnieren. Like da lassen, Abo da lassen und dann klettern wir immer weiter Richtung 4000. Das wird schon sensationell. Ich habe schon gesagt, wenn wir die 5000 knacken, dann machen wir ein schönes Opening oder ein Gewinnspiel oder beides. Mal gucken. Und ihr könnt auch Kanalmitglied werden. Das ist jetzt auch möglich. Da könnt ihr mich sogar finanziell unterstützen, so es denn für euch möglich ist. Würde mir auf jeden Fall sehr helfen, um den Kanal weiter am Leben erhalten zu können. So, jetzt aber viel Spaß weiter mit dem Video. Und hoffen selbstverständlich auf Lugia, ist ja ganz klar. Mit was anderem wollen wir uns nicht zufrieden geben. Kampfenergie, 3, 2, 1. Ist natürlich ein kleiner Spaß. Natürlich nehme ich auch eine schöne Trainer-Gallery-Karte oder sowas. Ich nehme aber zum Beispiel auch gern Mashumai als Holo-Rare. Die fehlt mir nämlich immer noch. Genauso wie Arcani als Rare-Karte. Also es gibt noch ein bisschen was für mein Mainset von Silberner Ursprung. Eine Trainer-Gallery-Karte ist es leider schon mal nicht. Das ist nur Vasili. Aber vielleicht trotzdem noch ein Hit. Nee, das ist Klick-die-Klack. Klick-Klack. Du und ich, die Straßen entlang. Wenn noch ein Hit hier drin ist, können wir drüber sprechen. So. Entwicklung in der Qualdea. Ja, genau. Qualdea, weil ich an Quackverwalt schon wieder denken musste. An Bailonda, Bailonda. Oh boy, oh boy. Pflanzenenergie. 3, 2, 1. It's Electro. Oh, aber Electro mit einem schönen Miraidon EX als Special Illustration Rare würde ich persönlich fühlen. Hätte ich ultra Bock drauf. Gute Itemkarte übrigens, die hätten sie ja auch noch mit reinpacken können. Wird auch gern gespielt mittlerweile. Nochmal ein Pelipper. Aber diesmal als Reverse. Und Trommelwirbel. Illustration Rare. Special Illustration Rare. Let's go. Mann, das ist ja salzig an. Das ist ja ein bisschen zu salzig. Aber vielleicht haben wir ja eine Full Art oder eine EX. Nee, aber Lumiflora als Holo-Karte. Ich glaube, ich habe sie bislang nur einmal als Reverse gezogen. Ich müsste grübeln. Aber ja, das ist dann halt doch kein Hit geworden. Schade. Aus drei Boostern bislang leider gar nichts gezogen. Das heißt, Regidrago, bitte, 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 gönn uns jetzt noch was. Wie gesagt, oh, eine Vista. Schön. Ich würde mich auch tatsächlich mal mit einem
mit einer Holo-Rare zufrieden geben, die ich noch nicht habe. Psycho-Energie. 3, 2, 1. Ach nee, es ist ja eine Wiese. Ich hab's doch gerade gesagt. Kirlia wiederum sehr, sehr gut mit Finesse. Das wird derzeit im Gardevoir-Deck gespielt. Ich glaube, das ist sogar ein Standard-Deck mittlerweile, wenn ihr euch Pokémon TCG Live herunterladet. Ich habe übrigens mal ein ausführliches Video über meine Gedanken zu TCG Live gemacht. Auch das dürft ihr euch gerne mal zu Gemüte führen. Ah, Kolossan Reverse. Leider, leider keine Trainer Gallery Cards. Aber hey, Trommelwirbel. Wir haben trotzdem noch die Chance auf einen fantastischen Hit. Ja, das ist doch nichts. Da haben wir doch einen. Ist jetzt nicht mega fantastisch oder so. Wir haben es auch bereits gezogen. Aber hey, Flunkiefer, wie? Da haben wir doch einen Hit aus für Boostern. Die ganz klassische Regelung abgehakt. Check geht ran. Sehr, sehr schön. Flunkiefer, wie hier mit dem Schmollschlag und Zubeißen. Nice. Tüten wir natürlich gleich ein. Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht mal so negativ gestimmt. Ist schon ein ganz cooles Produkt. Ist halt ein bisschen teuer. 30 Euro ist heftig. 25 Euro geht. Und 20 Euro, da bist du natürlich sofort dabei. Ja? Also wenn du es für 20 Euro mal bekommen solltest. Und manchmal landen die Teile bei dem Preis. Habe ich schon gesehen. Ich glaube, ich habe mein Trainer Toolkit von 21, habe ich für 20 Euro gekauft. Guck da ruhig mal in Ruhe. Weil die Dinger, die gehen jetzt nicht weg wie warme Semmeln. Definitiv. Und bei 20 Euro hast du ja diese Boosterpreise schon wieder rein. Und wie gesagt, ihr kriegt noch ein paar nette Extras. Also alles so, ich sag mal, 25, 26 Euro. Da macht er nichts verkehrt. Und wie gesagt, es gibt diese tollen Promokarten hier von Arceus Vista und Arceus V und eine ganze Reihe an Itemkarten. Für alle, die mal ein paar Decks zusammenbauen wollen, vielleicht auch für Eltern, die Kids haben, die sagen, ey, mir fehlt es noch so ein bisschen an ein paar guten Itemkarten, weil ich keine Decks habe oder so, dann auf jeden Fall so ein Ding hier. Ist auch, finde ich, ein ganz nettes Geschenk. Ich weiß nur nicht, ob man das gut benutzen kann zur Aufbewahrung. Wobei, diese extra Trennwand hier drinne, finde ich gar nicht mal so schlecht. Eigentlich schon ganz praktisch, ne? Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet und ob ihr euch dieses Trainer Toolkit mit Arceus selber gekauft habt oder kaufen würdet. Wie sieht es bei euch aus? Wie gesagt, im Angebot macht man bestimmt nichts verkehrt, ist halt vom Anwendungsbereich schon sehr spezifisch auf die ausgelegt, die was spielen wollen. Also nur für die Booster ist das zu teuer, definitiv. Gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Channel und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGreevy von Gigalabastia. Ciao, ciao!